Weißt du, wo der Berger ist? Der Berger? Keine Ahnung. Das hier muss mit dem Kran weg. Ich kenne mich damit nicht aus. So kompliziert kann das nicht sein. Die unsachgemäße Bedienung von betrieblichen Einrichtungen führt häufig zu Unfällen. Unwissenheit über bestehende Gefährdungen und die fehlende Ausbildung im Umgang mit technischen Einrichtungen kann fatale Folgen haben. Eine wirksame innerbetriebliche Ausbildung setzt qualifizierte Ausbilder voraus. Also Baumann, Lorenz und Siebert. Das wären jetzt also die drei Teilnehmer fürs Kranführertraining und die Ausbildung zum Anschlagen von Lasten. Hast du das mit dem Betriebsrat schon durchgesprochen? Ja. Okay. Dann rufe ich gleich bei der BG an und lass mir die Termine geben. Nach ihrer Ausbildung erhalten zum Beispiel Kranführer oder Staplerfahrer eine Bescheinigung bzw. einen Fahrausweis. Freut mich, dass wir jetzt einen weiteren qualifizierten Kranführer in unserem Betrieb haben. Schön. Bei Bedarf ist zusätzlich eine ärztliche Überprüfung, zum Beispiel ein Seh- oder Hörtest, erforderlich.